Yo, hier ist Mr. Mike. Heute mit einem 3 gegen 3 in München. Ja, ich bin zurück aus Kroatien. Und das Spiel müsst ihr euch unbedingt bis zum Ende anschauen. Ich sag's euch, wow. Mega krasses Ende. Irre, Alter. So, hier geht's schon gut ab. 1-0. Ich spiele hier mit Martin. Den müsst ihr ja mittlerweile auf meinem Kanal schon kennengelernt haben. Und mit Carlos. Carlos ist 44 Jahre alt und aus Brasilien. Und was ich schon mal sehr gefeiert habe, ich komme auf den Platz da in München. Martin hat mich da hingebracht. Ich war das erste Mal auf diesem Platz. Mega geiler Platz. Carlos sieht mich und kommt zu mir und er kannte mich. Ne? Und hat das voll gefeiert, dass ich hier am Start bin. Der hat mich sogar schon auf Instagram abonniert gehabt. Also mega, Alter. Das habe ich sehr gefeiert, dass er mich feiert. Und so haben wir uns gegenseitig gefeiert. Ein bisschen Ballerliebe. Sehr cool, sehr korrekter Typ. Wie gesagt, 44 Jahre alt. Und ja, Mann. Und da ging es halt dann gleich schon mal gut ab. Und das ist auch wieder schön, ne? Basketball kann verbinden. Mega. So, ich möchte nochmal betonen, ihr müsst euch dieses Spiel wirklich bis zum Ende anschauen. Das hat es wirklich in sich. Alter, du wirst es nicht fassen. Auch so ein bisschen Martin immer im Auge behalten und vor allem seine Trefferquote vom Dreier, weil die ist wirklich, sie ändert sich dann am Ende. Ich darf nicht zu viel fragen. Ihr müsst euch das angucken, ist echt irre. So, jedenfalls hier in München ein mega geiler Platz. Ich habe mich echt gefragt, warum ich hier das erste Mal war. Die Competition war auch richtig krass. Die ist am Ende noch krasser geworden. Am Ende sind noch ein paar Jugos gekommen und das ist auch immer wieder das Ding. Jugos, Alter, ey, irgendwie kommt es mir so vor, jeder Jugo, der Basketball spielt oder einen Ball in der Hand hat, der kann werfen und treffen vor allem. Ne? Im gegnerischen Team auch ein Jugo mit dabei, auch ein älteres Kaliber, der ist bestimmt schon an die 50. Es ist der im schwarzen Shirt und in schwarzer Hose im gegnerischen Team. Alter, du hast ja gleich sofort gemerkt, yo, das ist ein Shooter, Alter. Und ihr werdet es auch merken, wenn ihr das Spiel anguckt, das ist ein krasser Shooter. Ich hätte da am Ende noch mehr Spiele aufnehmen müssen. Alter, da waren echt dann so viele Jugos am Start. Alles Shooter, die schießen dich tot. Ne? Das war ich damals schon in den 90er Jahren, das sind dann Jugos gewesen. Die kommen mit Handballschuhen auf den Basketballplatz und zocken dich eiskalt ab. Ich liebe es, gegen solche Leute zu spielen, weil solche Leute darfst du nicht frei stehen lassen. Die ballern dich tot. Echt cool, hat echt Spaß gemacht, nette Jungs. Ja, okay. Wo der Platz in München jetzt genau ist, weiß ich nicht, aber angeblich, was ich jetzt so gehört habe, ist das der neue geile Platz in München, auf dem halt wirklich auch Competition am Start ist. Ja, die Straße kann ich jetzt leider nicht sagen, aber wenn es jemand weiß, gerne unten in die Kommentare schreiben. Die Plätze sind mega, Körbe sind mega, der ist ein wenig niedriger, auf dem wir hier spielen. Was ich auch sehr interessant und sehr cool fand, hinten auf dem rechten Platz, ganz hinten, sind ja einige Leute am Start, wie ihr seht. Also 10 Leute, Jungs, ich weiß nicht, aber nur Asiaten, was ich auch sehr cool fand. Die waren so wirklich krass unter sich, ne? Kam mir so ein bisschen vor, als wenn man da nicht mit dazu kommen würde oder weiß nicht, die waren einfach unter sich, weiß nicht, ob das Studenten sind oder sonst was, fand ich einfach nur so vom Ambiente her ziemlich cool und die spielen dann auch so ein bisschen andere Art von Basketball, weil ich die so ein bisschen beobachtet habe. Also echt cool, was hier so an der multikulturellen Vielfalt geboten wird hier auf diesem Platz. Mega, mega. Auch nur coole, positive Vibes am Start gewesen, einfach Bock gemacht. Also ich werde da echt auf jeden Fall nochmal hinfahren dieses Jahr. Ja, vielleicht diese Woche noch, weil ich habe noch eine Woche Urlaub. Wenn Martin auch noch Zeit hat, hat echt Bock gemacht. Und auch so ein Ding, wir haben locker 3 Stunden gezockt. Ne? Und ich war überhaupt nicht fit. Ich habe die letzten Wochen nichts gemacht, im Urlaub nicht viel gemacht. Daher war ich von meiner Leistung. Gebt euch diesen Block, Alter. Dieser Block und dann gleich raus zum Dreier und noch das dazu. Bam. Also wenn das, da kann man mal ein bisschen applaudieren. Das war schon nicht schlecht. Und der Block war sauber. Ne? Der Block war wirklich sauber.
gegen den ich hier spiele, der in dem Stephen Curry spielt, auch ein recht sehr schneller Spieler, sehr wendig. Und was ich sehr cool fand bei ihm, der hat keine Fouls gecallt. Ne? Das war so richtig. Oh nein, Mike. Schießt du da gleich einen zweiten Dreier hintereinander? Mike, nice. Oh, warte mal. Ihr müsst auch jetzt mal den Punktestand gerade im Auge behalten, weil der Punktestand, ja, wenn man halt selber spielt und dann selber zählen muss, ist das halt doch nochmal was anderes. Daher die Punkte werden hier gleich nochmal abgezogen. Ich glaube, ja, 9 zu 5 steht es jetzt, aber am Ende hatten wir nur noch 6. Also wir wurden um 6 Punkte beschissen, obwohl vielleicht haben wir uns auch selber beschissen, weil wir haben dann einfach nicht mehr mitgezählt. Ne? Daher, es zählt ja dann auch nur der Punktestand, der jetzt gerade aktuell auf dem Spielfeld untereinander ausgemacht wird und nicht der Punktestand, den ich jetzt hier offiziell zähle. Ne? Das ist auch nochmal so ein Ding. Das ist auch nochmal wichtig zum Ende, weil, Alter, das Ende, der Pass war wild, ne? Den kann kein Mensch fangen. Aber man kann es ja mal probieren. Ne? Ja, jedenfalls, ey, ich habe ein paar coole Highlights mit Carlo. Mit Carlos noch gehabt. Ich habe noch ein paar Spiele davor aufgenommen. Muss ich ein bisschen zusammenschneiden. Es hat echt Bock gemacht, mit ihm zu spielen. Super korrekter Typ. Der hat auch so ein bisschen meinen Spielstil, so ein bisschen Freigeist, kreativ. Einfach, ja, der spielt einfach, weil er Spaß hat, so wie ich. Hat einfach Bock gemacht. Ne? So, was habe ich noch? Irgendwas habe ich noch zum Erwähnen. Das Spiel geht ja doch recht lange und ich habe sowieso sehr viel geschnitten, viele Breaks oder wenn man mal so 5 Aktionen hatte, wo halt wirklich keiner getroffen hat, kein Team, habe ich das einfach zusammengeschnitten und das immer noch ewig lange, ne? Man versucht ja auch ein etwas spannenderes Spiel zu machen. Auch interessant, ganz am Anfang hat man erstmal gesagt, wir spielen nur bis 16 und mitten im Spiel hat man dann gesagt, okay, wir spielen bis 21. Also das war auch, keine Ahnung. Aber wie gesagt, das ist halt einfach Basketball, wenn man es auf dem Spielfeld spielt. Ne? Es wird nicht richtig gezählt, man verzählt sich, beide Teams verzählen sich, keiner weiß, wie viel steht. Dann wird kurz diskutiert, wie viel könnte es denn stehen. Dann einigt man sich auf so, ja, dann machen wir halt so und so, dann machen wir den Gleichstand oder was weiß ich. Das ist halt was anderes, als wie wenn du jetzt hier im Nachhinein einfach richtig zählt, das siehst du erstmal krass, haben wir uns hier heftig verzählt. Ne? Aber es ist halt das ohne Schiedsrichter, ohne Punkterichter. Das ist einfach Streetball und es ist ja wurscht. Aufs Endergebnis kommt es an. Und es kommt halt wirklich auch nicht immer darauf an, ob du jetzt hier einfach krass verlierst oder krass gewinnst. Am meisten machen die Spiele halt Spaß, wenn man knappe Spiele hat. Ne? Das finde ich sind die coolsten Spiele. Die Aktion jetzt hier gerade zum Beispiel Offense Called, ne? Das fand ich jetzt so ein bisschen trashig, bisschen beschissen, allgemein im Basketball, wenn man sagt Offense Called, ne? Und die Defense foult und sagt jetzt halt mal Foul, weil es halt wirklich ein Foul war. Offense aber macht den Punkt wegen diesem Foul von der Defense und spielt halt trotzdem weiter. Nur weil es nichts gesagt hat. So, man denkt sich halt einfach, ach ja, der Punkt war jetzt da, da sage ich nichts. Ne? Easy points. Ne? Und die Defense hat aufgehört zu spielen. Super, das macht man nicht. Das ist so ein bisschen unsportlich, wie ich finde. Ne? Sollte man nicht machen. Aber auch nur mal so nebenbei. Aber naja, wenn man Streetball spielt, gegen fremde Menschen vor allem, du weißt ja nie, wen du erwischt, ne? Als Gegner oder Mitspieler. Da gibt es vielleicht linke Bazillen, Leute, die gerne faulen, Leute, die unsportlich sind, Leute, keine Ahnung, nette Menschen, böse Menschen, alles trifft man da. Das ist halt einfach Streetball, aber im Basketball auch. Beim Basketball an sich kann dich vielleicht sonst noch in einem Ligaspiel der Schiedsrichter retten, ne? Wenn der sagt, hey, spielst du unfair, technisches auf die Bank, technisches, du bist raus. Gibt es hier beim Streetball nicht, ne? Da gehört schon mehr dazu. Da weiß ich nicht. Kann natürlich auch böse ausarten. Ich hatte jetzt noch keine Spiele, wo es wirklich krass ausartet. So, ich habe ja gesagt, ihr sollt Martin auch so ein bisschen im Auge behalten. Ne? Seine Treffsicherheit, seine Trefferquote, enorm wichtig. Behalte das im Auge bis zum Ende. Ne? Sehr interessant. Aber das ist halt wirklich auch Martin. Und was hier passiert, das ist schon öfter mal passiert. Das kann nicht jeder. Das schafft nicht jeder. Ich weiß nicht, was da für ein Mindset gefragt ist, Killerinstinkt oder sonst was. Ja, keine Ahnung. So, steht es hier 13-7, ne? Das ist schon eine Ansage. Also da müsste man jetzt mittlerweile langsam mal anziehen, aber schauen wir mal, was da noch kommt.
Und wir haben auch jedes Spiel mit meinem Ball gespielt. Ne? Und weil ich es am Anfang schon erwähnt habe, Carlo, den ich ja sehr feiere und der mich auch gefeiert hat, hat dann am Ende vom Spiel erst bemerkt, dass das mein offizieller eigener Ball ist. Und der hat es halt so hart gefeiert. Ne? So richtig hart gefeiert. Das habe ich dann natürlich auch hart gefeiert. Und überhaupt, mit ihm konnte ich mich gleich richtig gut unterhalten, so gleich in Längenwelle und so. Längenwelle. Ihr wisst, was ich meine. Über Hip-Hop-Musik und überhaupt über guten Sound, weil er hatte dann immer sein Sound laufen, so Oldschool-Sound und ein bisschen Funk und alles Mögliche. Mega nice, ne? Das sind gleich so Menschen, die dir sofort, wenn du sie siehst, sympathisch sind, ne? Mit denen du dich gerne unterhältst. Mega nice. Und ich habe auch schon gesagt, wir werden uns auf jeden Fall nochmal treffen zum Zocken. Indoor-Basketball, kennt ihr die Halle noch in München? Da habe ich auch schon mal vor etlichen Jahren vor Corona noch Videos gemacht. Da wollen wir auch mal hingehen, weil er da auch öfter am Start ist mit ein paar Homies. Und da dann zocken, vor allem in der Winterzeit. Ich meine jetzt zu dieser Sommerzeit, Alter, wer will denn die Halle? Ich mit Sicherheit nicht. Hey, dieser Platz ist so geil, ich sage es euch. Schade, dass ich jetzt die Adresse einfach nicht weiß. Bitte unten in die Kommentare reinschreiben, wer aus München ist und es weiß. Einfach mega. Geiles Ambiente, Gummiboden ist eh um einiges geiler als jetzt zum Beispiel Asphalt, auch für die alten Knie. Ne? Wie gesagt, das Alter hier, jetzt, wo wir zocken, da ist eh schon jeder fast über 40. Ich glaube, ja, ich bin noch 39. Der Junge im Curry, wie alt würde ich den einschätzen? Ich glaube nicht, dass der schon 30 ist. Ne? Carlos ist 44. Der ja, Jugo, sage ich jetzt mal. Jugo soll jetzt hier nicht abwertend sein. Das habe ich auch schon mal als Thema gehabt. Ne? Jugo, Kroaten, Bosnien, alles Mögliche. Jugo ist sowieso die korrektesten Menschen überhaupt, wie ich finde. Mein ganzer Freundeskreis, guter Freundeskreis, besteht aus Jugos, Bosnien, Kroaten. Daher, ja, das ist so, wie wenn man sagt, ein Deutscher, ein Bayer, ein Ossi oder so. Ossi kann ja schon wieder abwertend klingen, aber finde ich nicht. Ne? Ossis bezeichnen sich ja selber aus. Auch als Ossi, oder? So, okay, jetzt kommen wir ein bisschen ins Politische. So, Mann, jetzt, Alter. 18 zu 8. Oh, schöner Block hier. 18 zu 8 ist natürlich schon, Alter, ziemlich krass, ne? Da würde der eine oder andere auch mit Sicherheit schon aufgeben. Andererseits, wir wurden ja um ein paar Punkte schon beschissen, um 3, ne? Also eigentlich hätten wir ja 11, ne? Könnte man jetzt so dazu sagen. Aber ja, wenn, dann haben wir uns selber beschissen. Der blaue Typ im blauen T-Shirt, nicht wirklich ein Baller, ab und zu ein paar fragwürdige Aktionen gemacht. Jetzt nicht unfair oder so, man merkt halt einfach, er hat keine Basics und weiß nicht so wirklich, wie er verteidigt und sonst was. Da kommen dann ab und zu ein paar Fouls zustande, wo man halt weiß, das macht man nicht, wie zum Beispiel, was er öfter gemacht hat. Beim Rebounden, beim Ausboxen, legt er die kompletten Arme von sich über den Angreifer, ne? Und verhindert so natürlich, dass derjenige springen kann. Ich weiß nicht, ob das jemandem aufgefallen ist. Ich habe jetzt den Zeitpunkt vor verpasst, aber das macht er wirklich öfter und das ist jetzt auch schon das zweite Spiel, das wir hier spielen, glaube ich. Also ganz irre, sowas machst du natürlich überhaupt nicht. Den Gegenspieler mit den Armen klammern, dass er nicht mal mehr springen oder sich bewegen kann. Ne? Sowas macht halt nicht, das weißt du ja. Das ist einfach eigentlich selbsterklärend, aber einfach nur mal so das erwähnt zu haben. So, das Video geht ja auch über 17 Minuten. Und da jetzt 17 Minuten lang durchgehend zu labern, ist jetzt für mich, merke ich gerade, auch ganz schön heftig. Was soll ich denn bitte so lange erzählen? Aber jetzt kommt halt wirklich auch gerade der Punkt, wo es halt gleich abgeht. Und daher muss ich da überhaupt labern. Ja doch, ich habe noch was. Und zwar, ich habe Martin dann auch schon so ein bisschen, nicht gedisst, ein bisschen angestachelt. Ne? Weil Martin hat drauf gewettet, geschworen, dass sein Wurf halt kommt, nachdem er, glaube ich, von, weiß ich nicht, 5, 8, 3er nicht einen einzigen getroffen hat. Aber Martin hat an sich selber geglaubt. Ich, wie ich bin, habe es nicht mehr. Andererseits kenne ich den Martin natürlich auch schon seit über 25 Jahren und ich weiß halt auch, wenn Martin heiß ist, dann ist Martin heiß. Und wenn Martin heiß ist, Alter,
dann kann wirklich alles passieren. Das ist wirklich crazy. Ja, dann gib am besten dem Martin einfach auch nur den Ball, ne? Auch wenn ich es jetzt hier nicht gemacht habe. Ja, das ist halt auch einfach Martin. Ich habe sogar noch ein Spiel am Start, das habe ich noch nicht geschnitten, Rosenheim. Da war Martin auch heiß am Start, ne? Da gehst du einfach hin, weil dann darfst du ihn nicht werfen lassen, weil Martin ist dann heiß, ne? Und jetzt passt einfach mal auf, was passiert, wenn Martin heiß ist. Give him one, give him more. Bleib da. Yeah. 9-8. Hier nochmal ein schöner Block und auch eine Regel, wie ich eigentlich finde, wenn ein Mitspieler heiß ist, gib ihm den Ball. Ne? Gib ihm den Ball, bis er den nächsten daneben wirft. Ne? Und hier, wie viele hat er jetzt hintereinander getroffen, der Martin? 5 Stück. Ne? Wir sind einen Punkt vorne. Echt crazy. Das war mal eine Aufholjagd. Ne? Und ja. Ah, habt ihr diesen Wurf gesehen? Der war echt krass, ne? Der war eigentlich schon drinnen. Alter, das war echt, das könnte man echt sagen, war Millimeterarbeit, dass er nicht drinnen gewesen wäre. Da hätte er halt echt 6 Dreier hintereinander, Alter. Das ist schon krass. Das ist schon echt krass. Überhaupt 5 Dreier, vor allem bei so einer Partie, bei so einem Zeitpunkt, ne? Das ist halt auch enorm schwierig. Ja, wieso wirft er ihn? Wirft er den eigentlich jetzt nicht, ne? Da schaut es dann lauter so Dinge dabei. Bei Martin am Ende, den hätte er eigentlich, der hätte den Dreier nehmen müssen. Auch wenn man gar keinen Dreier braucht. Andererseits, ihr wisst ja noch am Anfang, wir waren 3 Punkte eigentlich vorne. Eigentlich hätten wir jetzt schon 23. Aber hey, alles gut. Das Spiel ist noch nicht vorbei. Am Ende 2 Punkte Unterschied. Spielt ihr das auch so? Wisst ihr, oder? Da, schaut es an. Jetzt geht sowas nicht mehr. Es ist crazy, ne? Ballerst 5 Dreier hintereinander und dann verlässt dich der Basketballgott. Was habe ich ihm getan? Aber auch ein Glück von uns. Nicht mal der Shooter trifft seine Dinger. Da sowas zum Beispiel, hätte ich auch gedacht, Martin, den musst du nehmen. Wenn du so frei bist, Midrange, ich bin und bleib immer noch ein Fan vom Midrange Game. Das ist einfach mein Game, das liebe ich. Auch wenn das in der heutigen Zeit vom Basketball nicht mehr so gefragt ist. Ne? Midrange wird vernachlässigt oder ist nicht mehr gefragt, wenn dann nur noch Korbleger auf sicher oder Dreier. Midrange braucht kein Mensch. Finde ich nicht so. Ich schieße gerne meine Easy Buckets. Midrange. Glaube ich nicht. Midrange. So. Auch ein sehr tougher Move. Sehr toughes Finish. Die letzten 11 Punkte jetzt von Martin hingelegt, oder? Also da kann man wirklich schon mal applaudieren. Krasses Game, Martin. Ohne ihn hätten wir das auf jeden Fall nicht gewonnen, Alter. Heftige Leistung. Ja, Mann. War echt ein schönes, krasses Game. Das hat halt Bock gemacht, ne? So dann doch noch zu gewinnen, macht einfach Bock. Ja. Also, gebt Feedback. Lasst es mich wissen, wer weiß, wo der Platz ist. Und ansonsten viel Dank fürs Zuschauen. Euer Mr. Mike. Yo, 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 Mr. Mike.